diese Schaltfläche halt zugute, dass wir an Gebäuden halt sperren können, dass sie die Sachen rausgeben. Sofort. So werden halt die Leute Lederkleidung benutzen, während ich die Wollkleidung porten kann. Verstanden. Verstanden. So, das nächste Dorf. Oh, ein Banditenlager. Dem Juwel der Halbinsel von Shalya. Schlagt Alarm! Ein Langschiff der Wikinger wurde gesichtet. Oh, werter Ritter, bitte beschützt unser Dorf vor dem Angriff dieser Barbaren. Verstanden. Auf euren Befehl. Ja. Da kommen drei Wikinger. Aber zum Glück ist ein Ritter stärker als ein Wikinger. Also als eine kleine Gruppe Wikinger. Jeden Wikinger, den wir besiegen, werden sie halt noch schwächer. Mal gucken, was handelt ihr eigentlich? Ach, Brot, Wurst und Milch. Diese Wikinger wollten unsere geliebten Ehefrauen rauben. Dank eurer Hilfe aber wurden sie gerettet. Unsere Stadt würde auch von Ehefrauen profitieren. Wir sollten ein Fest auf dem Marktplatz veranstalten und abwarten, was geschieht. Ja, dafür müssten wir erstmal Baron werden. Für Baron bräuchten wir Ausbauten und Reinigungsmittel. Ja, darum kümmern wir uns dann als nächstes. Alles klar. Auf euren Befehl. Jawohl. Also ja, hier ist ein Banditenlager im Weg. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Sofort. Ei. Wie ihr wünscht. Jawohl. Auf euren Befehl. So, als Alles nächstes klar. muss ich das Kloster erreichen, das wir hier oben Wie eigentlich. Ihr wünscht. Währenddessen, du bist maximal ausgebaut. Kümmern wir uns schon mal um einen Weber. Und um einen, am besten gleich zwei Besenmacher. So, Verstanden. Kloster. Seid willkommen an Shalyas heiligstem Ort, unserem geliebten Kloster von Rhyn over the Sea. So, und als letztes müssen Jawohl. Wir den Ritter hier unten am Hafen Verstanden. Erreichen. So, den Weber upgraden, beiden upgraden. Das reicht dann eigentlich auch schon fast. Ich bin Elias. Ein ehrenwerter Ritter und ehrlicher Händler. Doch wie ihr seht, wird hier nicht mehr gehandelt. Der Hafen ist seit den Wikingerüberfällen menschenleer. Wir müssen die Signalfeuer entzünden, um die Handelsschiffe sicher in den Hafen zu geleiten. Bitte sucht das Signalfeuer südlich von hier. Schon unterwegs. Jawohl. Also ja, ich kann auch mit der Lupe auf die jeweiligen Orte hinzoomen.
Gut, ihr habt das Signalfeuer entdeckt. Nun müsst ihr es entzünden. Ihr müsst Holz zum Signalfeuer bringen, um es zu entzünden. Ein Karren liefert das Holz aus eurem Lagerhaus. Drückt dazu am Signalfeuer auf die entsprechende Schaltfläche. So, währenddessen bauen wir mal Kirche und Lagerhaus aus. Das Lagerhaus wird zum Glück ziemlich instant ausgebaut, weil die Materialien ja bereits dort sind. Während meine Siedler, unsere Siedler, die Materialien für die Kirche erst liefern müssen. So, da fährt der Karren über das Eis, zum Glück. Also damit müssen wir auch übrigens vorsichtig sein, wenn wir nämlich Puppen auf dem Eis haben und das Eis im Frühjahr schmilzt, dann verlieren wir unsere Puppen. So, Kirche ist ausgebaut. Wenn das Lagerhaus ausgebaut ist, können wir mal zur Messe rufen. Ach ja, und hier... die Produktion, sondern produzierte Güter reservieren. Und hier kaufen wir mal alles an Wolle, was ihr habt, damit wir einen Vorrat haben. So viel Geld haben wir nämlich. Also 150. Wobei die, wenn wir was kaufen, seht ihr, wird es auch teurer. Jawohl. Schon unterwegs. So, jetzt brauchen wir nur noch die Reinigungsgüter aus unserem Besenmachern. Sehr gut. Ihr habt das erste Signalfeuer entzündet. Jetzt könnt ihr euch den nächsten wichtigen Aufgaben zuwenden. Mhm. Also in erster Linie darauf warten, dass meine Wolle ankommt, dass unsere Weber da arbeiten können. Auf euren Befehl. Währenddessen sollten wir die restlichen Wölfe hier loswerden. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Auch wenn ich nicht gerne Wölfe angreife, muss ich ehrlich gestehen. So, wir könnten befördert werden. Das machen wir, sobald die Wölfe tot sind. Aber leider ist das ja ein Spiel, in dem Wölfe gefährlich sind. Deswegen müssen wir sie leider loswerden. Auf euren Befehl. So, die Wölfe sind tot. Jawohl. Zieht ihr es in Erwägung, Majestät, meine Dienste mit einem neuen Titel zu belohnen? Ja, und da kannst du natürlich nicht abwarten, dass wir ihm einen neuen Titel geben. Hab Dank für diesen Titel. Die Siedler werden es mit Freude vernehmen. Gut. Wolkleitung wird hergestellt für das eine Dorf. Wir könnten jetzt theoretisch dann gleich mal noch ein Fest geben, um Frauen anzulocken. Ja, da kommen ziemlich viele. Ja, besser ruft durch vielfältig verfügbare Kleidung, auch wenn wir die Wolkkleidung nicht rausgeben. Durch das Fest wird der Ruf auch noch besser. Und ja, man sieht, dass im Gegensatz zu einer Ritterbeförderung hält ein Fest ziemlich lang an.
So, Baron ist der höchste Titel in diesem Land übrigens, deswegen auch der goldene Lorbeerkranz umherum. Und wir können ja mal gucken. Ja, die Wolle fühlt sich langsam wieder nach beim Wollhändler. Und ja, unsere Felder sind halt eingebrochen. Das heißt, wir können gerade kein Korn sammeln. Was für ein rauschendes Fest. Und einige Siedler sind nicht allein nach Hause gegangen. Die Ehefrauen werden den Siedlern hilfreich zur Seite stehen und ihre Produktivität ansteigen lassen. Mhm. Gut, das heißt, das Letzte, was wir jetzt brauchen, ist die Wollkleidung. So, mache ich mal die letzten Ausbauten. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Und ja. Oh. Und Mist. Da kommen Wikinger und wollen uns unsere Frauen klauen. Wie ihr wünscht. Verstanden. Stürmt los! Ei! Ja, da sind so viele Wikinger auf dem Markt. Jawohl. Jawohl. Das können wir leider nicht verhindern. Sofort. Wie ihr wünscht. Auf euren Befehl. Ja, da muss Markus mal das Weite suchen. Ein Gebäude steht in Flammen. Ja. Da wird ziemlich schnell gelöscht. Ein Rohstoffgebäude wird angegriffen. Und da sieht man, wie sie Frauen wegschleppen. Ja. Kämpf weiter! Mal sehen, ob ich noch eine Frau retten kann oder ob Markus zu langsam sein wird. Weil die Barbaren mit den Frauen, die Wikinger mit den Frauen in den Armen sind ja zum Glück etwas langsamer. Aber nee, das wird nichts mehr. Wir müssen eine Mauer mit einem Stadttor um unsere Siedlung herum bauen. Das wird die Wikinger davon abhalten, die Güter oder Ehefrauen unserer Siedler zu rauben. Mhm. Das können wir ziemlich leicht machen. So, unser Stadttor.
Ganz so. Müssen wir es doch ein bisschen weiter wegbauen.